So. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe mich gerade gewundert, warum jetzt im OBS, als ich gerade die Szene umgeschaltet habe, eine Quelle abgespielt wurde. Ihr habt es ja gesehen. Keine Ahnung warum. Also, naja, egal. Wir spielen The Hunter, Call of the Wild weiter. Will ja endlich mal diesem schönen, lieben, kleinen, süßen Schwarzbären finden und fotografieren. Ich habe gestern einen gefunden. Da hatte ich allerdings die Mission noch nicht aktiv. Und hab sie auch vergessen zu aktivieren, damit ich das hier fotografieren kann. Stattdessen muss ich jetzt eigentlich zwei Schwarzbären erledigen. Und ich habe gestern mit dieser Mission wirklich einen verfolgt. Versucht anzulocken mit der Lockpfeife. Keine Chance. Ich weiß, wie vor uns lag. Keine Ahnung, aber er ist immer wieder abgehauen. Bin leise und langsam näher. Versuche wieder anzulocken. Das Tier reagiert so halb. Guckt so in meine Richtung. Sieht mich aber nicht. Also kein Warnruf oder so. Oder irgendwie Brummschrei oder was. Stattdessen düst er wieder weg. Ich wieder hinterher. Wieder das gleiche. Wieder hinterher. Irgendwann hatte ich Schnauze voll. Habe ich das Ding ausgemacht. Kein Bock mehr. Also irgendwie. So, ich hoffe, gleich wird es besser. Ich hoffe es zumindest. Ja. So, Mission ist aktiv. Ich muss jetzt allerdings. Wobei, bei dieser Mission ist es, glaube ich, egal, wo ich hin muss. Ich gehe trotzdem mal zum. Warte mal, wo ist der? Ich glaube, das ist der hier, ne? Hier habe ich gestern hier. Da stand der Bär. Hier ungefähr war ich mit dem Tarnzelt. Und der ist wirklich die ganze Zeit hier so. Irgendwann war er hier hinten. Ich auch knapp hinter ihm. Und dann ist er wieder abgehauen. Habe ich gesagt, ey. Fuck off. Kein Bock mehr, ich mach raus. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es wird jetzt gleich besser und ich markiere mir mal hier eben den Wegpunkt. Warte mal, das ist hier. Achso. Bedürfnisgebiet Elch. Immer noch Elch. Präriehase. Aber, warte mal. Wo ist denn hier ein Bedürfnisgebiet Schwarzbär? Hier, genau. Von 0 bis 7 Uhr. Wir haben jetzt 13:42 Uhr. Ich könnte hier auch noch mal ein paar Stunden in der Basis verbringen, schlafen, damit es dann halt Nacht ist, beziehungsweise Nacht wird. Weil das sind ja nachtaktive Tiere, obwohl sie tagsüber teilweise auch unterwegs sind. Obwohl, wenn ich nachts unterwegs bin, wird es schwierig mit dem Foto. Obwohl, nee, ist eine andere Mission. Okay, dann schlafe ich hier mal ein paar Stündchen bis 18, 19, 20 Uhr. Ich glaube, ab 19 Uhr beginnt hier im Spiel die Nacht. Schauen wir mal. So, ausruhen. Nehmen wir mal bis 20 Uhr. Zack. Und los geht's. So. Wie gesagt, ich hoffe, es wird diesmal anders, dass ich das Tier auch wirklich erwische. Oder beziehungsweise beide Tiere. Muss ja zwei erledigen. So, da ist der Wegpunkt. Und los geht's. Kabel ist gerade noch ein bisschen im Weg. Moment. Stört noch ein bisschen an der Maus. So. So, ich muss die Lampe anmachen, sonst sehe ich keine Spuren. Eigentlich warte ich im Discord jetzt auf jemanden. Der wollte eigentlich jetzt gleich vorbeikommen. Zumindest hat er mir das heute Mittag gesagt. Mal schauen, ob der Gast gleich noch reinkommt. Ich hoffe es doch mal. Also ich werde jetzt nicht die ganze Zeit so schleichen, weil es dauert ewig, bis ich dann da bin. Also ungefähr ab 250 Meter werde ich dann anfangen zu schleichen. Ungefähr 200 bis 250 Meter. Es sei denn, es ist jetzt hier ein Bär in der Nähe und sieht mich und warnt die anderen Tiere hier. Da gehe ich natürlich auch in Deckung. Aber vielleicht haben wir Glück und treffen gleich wirklich zwei Bären. Ich muss nur aufpassen, wenn ich das Zelt aufbaue und das Tier ist in der Nähe, haut das durch das Geräusch des Aufbauen und Zeltes ab.
Natürlich auch ein bisschen komisch, weil so laut ist eigentlich so ein Zeltaufbau, glaube ich, nicht. Es sei denn, man macht hier Studiomusik und alles. Aber sonst, naja. Mikrofon ist gerade noch ein bisschen im Weg. Moment, ich laufe mal weiter. Mit Freihänden. Wenn ich Taste G drücke, kann ich mich auch weiterlaufen, ohne dass ich die Taste selbst drücke. Ist ganz gut gemacht. So, 250 Meter haben wir jetzt gleich. So, ich glaube, dann gehe ich jetzt mal so langsam in Deckung. Auch wenn das jetzt länger dauert, da anzukommen, aber wenn da unten wirklich ein Tier ist, was ich erlegen muss, ich will immer erledigen sagen, obwohl das passt ja auch, dann hört mich das Tier schon relativ früh. Ich habe ja im letzten Stream, wo ich hier Hunter gespielt habe, euch die Symbole unten erklärt. Drei weiße Symbole sind auch okay, wenn ich jetzt stillstehe, sind das zwei. Also, ich verursache eigentlich, wenn, nicht viel mehr Geräusche, als der Wind durch die Bäume pfeift. So, ich muss zwei Schwarzbänder erlegen und verwerten und dabei einen Effizienzbonus von 100 erreichen. 100 pro Tier oder? Ich denke mal ja. Ne? Steht zwar nicht dran jeweils, aber kann ja eigentlich nur. Ich glaube, ich komme da. Wenn da unten wirklich ein Bär ist und er mich noch nicht wahrgenommen hat. Hello, I spotted some tracks in here. Dann kann ich ja schon mal vielleicht right now. Ein bisschen vorlocken. Nämlich Koordinaten. Von welchem Tier, würde ich gerne wissen. Aber da hinten. Ja, da kann ich mal eben vorbei. Das ist ja fast auf dem Weg. Das passt schon. Bin heute ein bisschen kurzatmig, habe ich das Gefühl, aber vielleicht sitze ich auch wieder falsch. Okay, jetzt geht's glaube ich besser. Warte mal. Das Ohr juckt, Moment. Mal wieder. Ohr juckt. Und auf zu jucken, du doofes Ohr. Ich habe doch nur zwei davon. So, okay. Ja, ob das Bärenspuren sind, glaube ich, irgendwie weniger. Ich glaube, das sind, wenn dann eher Kojote oder Reh oder Elch oder was oder. Keine Ahnung. Ich hatte gestern auch schon hier dieses. Wie heißt das? Wapiti? Ich glaube, Roosevelt Wapitis. Das kam dann auch auf mich zu. Ich glaube, auf ungefähr 10 Meter hat mich dann bemerkt und ist dann abgedüst. Hat mich dann nicht bewegt. Stand auch so leicht gehockt und geduckt. Nur halt nicht bewegt. Nicht weggelaufen oder so. Komisch, dass die Tiere teilweise so blind sind. Naja. Das sieht im Stream mal wieder ein bisschen ruckelig aus. Ich weiß nicht wieso, woran das liegt. Also, ich stream in Full HD, also 1080p. 30 Frames und so viel Ressourcen frisst das Spiel jetzt auch nicht. Geschweige denn, dass das jetzt hier so und so viel Bilder braucht pro Sekunde. Also in-game läuft es flüssig. Ich weiß noch nicht, warum es im Stream so ein bisschen ruckelt und zuckelt. Bitrate ist auf 6000 für Twitch eingestellt. Für YouTube eigentlich die gleiche, weil ich streame über Restream.io. Ja. Das sind natürlich keine Bärenspuren. Ne, das sind wohl eher. Was für Spuren? Wie ist das Tier denn hier hochgekommen? Durch den Felsen oder was? Okay. Seltsam. Aber okay. 175 Meter bis zu meinem Punkt. Dann mal, wo wollte ich nochmal jetzt genau hin? Ich schaue nochmal kurz.
Wo ist die Maus? Hallo? Ach, da, genau. Karte? Ja, da vorne, direkt an den See. Bin mal gespannt, ob ich das Tier dann wirklich gleich endlich mal so langsam aber sicher finde. Oder beide Tiere. Noch kurz gucken kann, ist Inventar. Verletztes Kids. Reichweite 200 Meter, also. Dauer 90 Sekunden, Anlockstärke 40. Na gut, schauen wir mal. Also wenn ich jetzt gleich wirklich mal so langsam Bären finde, dann lässt sich anlocken. Wunderbar, freue ich mich drüber. Die Mission sagt ja, ich soll die Bären mit einer 270er erledigen. Habe ich natürlich dabei, logisch. Leise. Und dort die entsprechende bessere Munition, also nicht die, wie heißt die? Ich glaube die, Moment, bevor ich jetzt was Falsches sage. Die PSG, also ist die bessere, die hat weniger Aufpilzung, hat mehr Durchschlagskraft. Waffenklasse 2 natürlich. Und die TMG, die ist relativ eigentlich, sag mal, für die Tonne. Weil die hat eine extrem starke Aufpilzung. Also beim Aufschlag verformt die sich sehr stark. Aber naja. Oh, Moment, halt. Ich hab was gehört. Was gehört? Ich hab gehört. Entdeckung. Jetzt gleich einen Bären finde, ja, das wäre super, super geil. Ja, so geil. Ha? Oh, ist das ein Bär? Was einer ist? Natürlich geil. Also von den Geräuschen, die die Tiere dann machen in der Nähe, klingt das echt immer extrem nah. Wenn sie jetzt so 10, 12 Meter entfernt wären. Weil sie teilweise noch 50, 60 Meter entfernt sind. Was ist das für ein Tier? Ja? Ich glaube, ich habe jetzt gerade was gesehen. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Du kannst doch nicht mitten in meinen Stream reinplatzen. Oh, Entschuldigung. So, jetzt muss ich dich erstmal begrüßen. Für die Zuschauer, die jetzt obwohl noch keiner da ist. Hallöchen, Krieger. Hallo, hallo, Yami. Hallo, Commander, bitte. Ich bin zwar nur Kotzka. Ja, Commander Krieger. Ja, Commander Gamer. Commander Krieger bin ich nicht. So, was wolltest du sagen, entschuldige? Nee, ich bin total verwirrt. Ich bin nur kurz da, aber... Wie nur kurz? Das macht ihr nicht. Ich hab dir versprochen, dass ich reinschaue, also mache ich das. Achso, ich dachte, du bleibst noch ein paar Minuten länger. Ja, meine Freundin kommt gleich. Hast du nicht gesagt, das wäre okay? Ja, aber ich muss erst dann mal essen und so weiter und... Kind fertig machen. Ach, der kleine Krieger muss essen gehen. Ja, ich muss mein Kind fertig machen. Ach so, fürs Kind hast du auch noch. Ja. Oh, ich höre was. Was ist jetzt der Bär? Oder wäre das? Ah, der haut gerade wieder ab. Irgendwas war da jetzt gerade. Ich weiß noch nicht was. Verdammt, war das jetzt der Bär? Wenn jetzt deswegen weg ist, ja, dann mache ich dich dafür verantwortlich, Krieger. Was zockst du denn eigentlich? Ja, ich habe noch nicht reingeguckt. Ja, The Hunter Call of the Wild. Ich versuche unbedingt jetzt diese Schwarzbären zu erledigen. Im letzten Stream hatte ich schon versucht, einen Schwarzbären zu fotografieren von der Mission her. Der ist immer wieder abgehauen. Oder ist erst gar nicht aufgetaucht. So, das war tatsächlich ein Bär, ja. Scheiße. Und der war wirklich gerade mal 10, 15 Meter entfernt. Ey, ich hätte einfach nur aufstehen müssen und wegknallen. Scheiße, Mann. Na gut, jetzt habe ich erstmal wieder hinterher. Das war tatsächlich ein Bär. Okay. Ja, jetzt kann ich mal. Warte mal, wenn das jetzt. Obwohl, warte mal. Er hat mich ja nicht wahrgenommen. Also eigentlich dürfte er doch nicht wissen, dass ich wirklich da bin. Also dürfte das Anlocken doch auch eventuell wieder funktionieren. Mal schauen. Was mich nur wundert, ist, dass der Bär jetzt, auch gestern, wo ich gespielt habe,
ja, keinen Warnruf irgendwie abgegeben hat oder irgendwie Brunftschrei, der ist so komplett stumm, als wenn er nichts sagen könnte. Also ist total komisch. Wenn wir das rausgepatcht haben, beziehungsweise irgendwie verändert haben, wäre echt scheiße. Alle anderen Tiere melden sich immer schön, aber sonst. Seltsam. Kannst du das Spiel in Pain? Wenn du auf solche Spiele stehst, kann ich es dir auf jeden Fall empfehlen. Das ist super geil. Die Atmosphäre ist einfach super. Wie gesagt, das hat auch mehr Multiplayer. Wir können bis zu 4 Leute hier durch die Gegend ziehen. Das ist richtig geil. Ich habe auch schon mal mit Fierle Franz gespielt. Okay. In der Gruppe. Das hat schon Spaß gemacht. Schon geil. Das hat zwar eine relativ hohe Einstiegshürde als Anfänger, also aber man kommt da nicht gut rein. Um Tiere zu jagen, oder? Bitte? Was meinst du? Riga? Ja. Ich hab dich nicht verstanden. Was meintest du gerade? Ich hab gesagt, also braucht man viel Zeit, um Tiere zu jagen. Zeit musst du auf jeden Fall mitbringen. Das ist nicht mal eben so, dass hier die Tiere permanent vor die Füße laufen. Also man kann seinen Charakter natürlich auch speziell skillen. Du hast ja natürlich so einen Fähigkeiten- und Fertigkeitenbaum. Und man braucht teilweise richtig lange, um halt die Fähigkeiten oder neue Waffen zu bekommen, die du dann halt... Moment mal, ist er das? Ich glaube, das ist er, ne? Steht er jetzt gerade vor mir, oder ist das ein... Da ist er, da ist er, da ist er. Und der ist er... Ey, der steht... Warte mal, Moment. Na? Der steht jetzt ungefähr 20 Meter... Knappe 20 Meter von mir entfernt. Er müsste mich doch eigentlich sehen. Okay, die Taschenlampe, die ich anhabe, sehen die Tiere eh nicht. Das ist so gemacht. Und wie viele Waffen gibt es da ungefähr so im Spiel? Durch die DLCs, die teilweise auch dabei sind, kriegst du neue Waffen dazu. Aber ich glaube, im Grundspiel sind locker an die 10, 12 Waffen drin. Okay. So. Oh, Moment. Von links höre ich auch noch was. Ich sag bitte nicht, dass jetzt hier direkt noch ein zweiter auftaucht. Das wäre irgendwie nicht gerade so schön. Weil wenn ich den jetzt hier anschieße, macht es natürlich Lärm und vertreibt das die andere Tier. Allerdings könnte sich das Tier vielleicht mal kurz drehen, bitte. Ein wenig zumindest. Ja, wenn es so steht, kann ich natürlich... Ja, ja, ja. Bleib da stehen, bleib da stehen. Bleib jetzt bleib stehen, komm. Bleib jetzt da stehen. Jetzt lauf doch nicht weg. Ja, genau so. Ja. Auch jetzt. Jetzt ist das Vieh wieder weg. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Mann. Ich wollte gerade abdrücken, dann ist es wieder aber weg. Aber klar. Gamer, das wäre eine gute Überlegung, wenn wir das mal zusammenspielen. Ja. Wie gesagt. Ein ganz chilliges Spiel anscheinend. Ja, ja, ist eigentlich ganz chillig. Ich habe ja dann nur immer zugeguckt. Ja. Da war ja schnell weg, der Bär, ey. Ja, das ist das Problem. Ich habe jetzt... Du musst halt die Tiere auch speziell treffen. Also du kannst nicht mal eben in den Kopf schießen, das macht man sowieso nicht in der Wirklichkeit. Weil man trifft meistens eher so dann am besten Lunge, Herz oder halt direkt oben die Wirbelsäule, Genickwirbelsäule, das ist immer noch am besten. Ansonsten hauen die Tiere so weit ab. Gibt es da spezielle Munition für verschiedene Tierarten oder so? Ja, die Waffen sind auch in Waffenklassen unterteilt und ich habe jetzt hier so eine Liste liegen mit sämtlichen Waffen und entsprechender Munition dazu. Und auch Vorschläge beziehungsweise die dazugehörigen Tierarten. Also du kannst nicht mit einer Klasse 1 oder Klasse 0 Waffe auf einen Elch gehen, weil ein Elch braucht Klasse 4. Also das sind die reinsten Tanks, Alter, ehrlich. Also die halten jede Menge aus. Bisher habe ich zwar noch keinen Elch erlegt, weil ich habe noch keine Waffe 4 Klasse, aber höchstes, was ich jetzt glaube ich habe, ist Klasse 3 Maximum. Und wie gesagt, du musst diese vierte Waffenklasse erstmal da mit anderen Gewehren
oder halt Pistolen oder so freischalten. Also du hast Gewehre, du hast Pistolen, du hast Flinten und du hast Bögen. Sogar eine Armbrust hast du. Das mit den DLCs teilweise gar nicht schlecht. Muss man und weiter geht's. Weiter geht's. Ich habe versehentlich gerade den Stream abgebrochen. Gestoppt. Aber ich muss die Stream-Taste mal woanders hinlegen. Bin besser. Auf dem Stream Deck hier. Ich muss ja noch halb um den See laufen damit. Ja, obwohl vielleicht kommen wir auf einmal. Hier rüber. Könnte ja auch gut gehen, mal schauen. Da müsste eigentlich sogar gehen. Hey. Na, wieder da. Ja, ich habe versehentlich gerade den Stream hier beendet. Ja. Die Stream-Deck-Taste lag oder liegt auf der gleichen Taste wie die Zurück-Taste eines Ordners, den ich angelegt habe. Da habe ich einmal zu viel gedrückt. Das war ein sogenannter Doppelklick. Moment. Ich brauche nicht. Ehrlich brauche ich nicht. Ich brauche Schwarzbären. Und zwar jede Menge. Oh, Blitz. Und gleich Donner. Also, ich finde es vom Spiel teilweise echt merkwürdig, dass, obwohl noch nicht mal eine Wolke am Himmel ist, ja, es teilweise donnert. Habe ich letztes Jahr, Mitte letzten Jahres auch schon gehabt. Auch gespielt und aus heiterem Himmel sozusagen, sprichwörtlich und wortwörtlich, kam mir der Donner, wo es nicht mehr geregnet hat und keine Wolke am Himmel war. So, bin ich jetzt gleich drüben oder wie sieht's aus? Ach, ich bin schon drüben. Hab ich gemerkt. Ja, halt, da war was. Aber ich glaube, das war Schwarzbär-Warnruf. Ja, super. Komm mal her, du. Ah, liegt noch nicht mal in Windrichtung, das ist ganz gut. Wobei, warte mal, wenn es von da kommt. Der Wind kommt von da. Eigentlich müsste ich dann weiter in diese Richtung. Damit ich auch keinen Rückenwind habe und das Tier mich nicht früher wittert. Aber mal schauen. Vielleicht haben wir Glück und ich kann das Tier erlegen. Eisenbahnbaumrand. Also das muss jetzt was werden. Sonst drehe ich heute echt ab. Na, wo ist er? Ich habe ihn gehört. Und gesehen. Also von der Markierung her. Na, wo ist er? Hört durch nichts. Gerade eben. Nee. Noch mal.
das jetzt was wird. Wobei er ist ja mit Sicherheit in Hörweite der Lockpfeife. Ansonsten würde ich jetzt mal eben kurz das Zelt hier aufbauen. Seltsamerweise sehe ich die Tiere im Zelt überhaupt nicht. Scheinbar. Warte mal, ich guck mal eben auf die. Die Umgebung hier. Ja, ich höre nichts. Also ich könnte es versuchen. Servus! Wolfsgamer! Willkommen im Stream. Muss immer so auf die kleinen Namen hier im Restream-Chat gucken. Die sind so winzig. Entschuldigung. So, okay. Wo ist der Bär? Wo steppt der Bär? Hör ich nicht. Mal kurz locken und dann versuche ich vielleicht wirklich mal das Zelt aufzubauen. Oder der ist sofort abgedüst, als er mich wahrgenommen hat. Wäre aber nicht schön. Oder er kommt von der anderen Seite irgendwo. Nicht von dieser Richtung, sondern vielleicht irgendwie, dass sich irgendwo einen anderen Weg sucht. Alter, ich baue jetzt das Zelt auf, ernsthaft. So. Muss jetzt nur schauen, wo ich die Tür habe. Die ist da drüben. Okay. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut für das Tier. So. Dann hoffen wir mal das Beste. Auf Fernglas um. Distanzmesser genau gesagt. Nein, das ist jetzt. Na, ich habe das Zelt ein bisschen schief gebaut. Hört durch nichts. Das Tier ist abgedüst, als es mich gesehen hat. Jetzt die ganze Zeit hinter dem Tier her zu laufen und jetzt wird's hier, bin ich zu wissen, wo es ist, irgendwie auch nicht so prickelnd. Was meine Lieblingsmap ist, du meinst das Lieblingsgebiet, weil es gibt ja hier Schwelden und Leighton Lake, das sind doch im Moment die einzigen, die ich habe, also dieses Medwerk Tiger, Park Fernando und Woronga Savanna habe ich noch nicht. Also im Moment habe ich noch die Standardgebiete noch. Jetzt zwar schon einige kleinere DLCs dazu gekauft oder die kostenlosen runtergeladen, aber neue Gebiete habe ich noch nicht groß. Und das Tier ist tatsächlich scheinbar weg. Scheiße. Damit doch abgedüst. Verdammt. Ja, Enten brauche ich nicht, ich brauche Bären. Wenn nicht, dass ihr hier vorbeikommt, aber. Es sei denn, ihr verwandelt euch in Schwarzbären, dann. Wäre das auch nicht übel. Würde ich nicht nein sagen. Ja, das Tier ist weg. Scheiße. Also wieder raus hier, wieder abbauen. Na, abbauen. So, zerlegen. Ach, Mann. Ich habe heute echt kein Glück. Und dann kommt noch Pech dazu. So, das Tier hat gerade aus ungefähr aus dieser Richtung gerufen. Dann schauen wir mal, ob wir die Spuren finden. Und ob die Losung noch relativ frisch ist. Ansonsten
wirklich woanders. Weil hinter einer Losung herzulaufen, die jetzt alt ist oder sehr alt, habe ich keine Lust. Das dauert mir zu lange, die Spur da einzuholen. Mein Inventar willst du sehen? Ja, okay, kann ich dir zeigen, kein Problem. So, ich schalte Stück für Stück durch, kannst du dir anschauen. Das sind meine Waffen im Moment. Und du siehst ja hier alles in meiner Liste, also das, was ich gerade bei habe. So, Munition. Gewehre. Nee, Gewehre, Quatsch. Visiere meine ich. Lockmittel. Ausrüstung. Fernglas. Und die Zelte. So. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ich muss weiter. So. Ich muss jetzt mal die Bärenspur finden. Ist er das? Ja, da vorne ist eine. Könnte sein, oder? Nee. Oder doch? Ach doch. Okay, wunderbar. Das ist ein Weibchen. Schauen wir mal. So ein wirklich altes, ansonsten haue ich die Spur nämlich in die Tonne. Beziehungsweise auch hier das zerwühlte Gras. Und ja, gerade eben, okay, das ist gut. Das heißt, das Tier ist noch relativ nah. Also ich gehe am besten mal in den Schleichmodus über. Das heißt, es müsste eventuell sogar noch die Lockpfeife hören. Wenn es gerade eben erst war, dann ist es vielleicht 3 Minuten, 2 Minuten her. Wobei ich auch nicht die Zeiten kenne, wann jetzt zum Beispiel die Spuren von gerade eben auf sehr frisch, auf alt, auf sehr alt umschalten. Also da kenne ich die Minutenanzahl nicht. Müsste ich vielleicht irgendwann auch mal rausfinden. Wäre doch mal eine nette Challenge für mich selber. Also wenn es jetzt leicht nach rechts gleich wieder abdreht von der Spur, dann liege ich wieder voll im Wind. Das ist nicht gut. Entschuldigung, Frosch im Hals. Ja, ich liege schon fast wieder im Wind. Noch ein bisschen weiter, dann ist wieder vorbei. Dann wird es deutlich schwerer. So. Okay, es geht wieder. Ja, so kann die Richtung bleiben, beziehungsweise auch wieder nach links abdrehen. Das ist aber ein Elch, den brauche ich nicht. Wobei der teilweise auch so ein bisschen klingt wie so ein Bär, der Elch, aber... Hm? Warte mal, habe ich jetzt gerade eine andere Spur aufgenommen, oder? Spielst du auch Classic? Was meinst du jetzt mit Classic? The Hunter Classic? Nein, das spiele ich nicht. Weil mir da die DLCs doch unverschämt teuer sind. Für ein Free-to-Play könnte da auch ein bisschen mehr drin sein, ohne die DLCs mit den Preisen in die Höhe zu treiben. Also Classic spiele ich nicht, nein. Aber ich denke mal, das ist ähnlich wie das hier. Ist ja, glaube ich, auch vom gleichen Produzenten, vom gleichen Publisher. So. Ich wollte jetzt dahin. Sie hat sich bisher noch nicht zurückgemeldet, also... Lock nochmal. Die nächste Spur, warte mal. Hoffentlich bleibt es auf dieser Spur. Auf diese Richtung ungefähr. Ansonsten nicht schön.
Und jetzt die nächste Spur. Ich sehe sie nicht. Hose. Hm? Ist so weit weg? Hallo? Spur? Ja, war sie da? War da was Pinkes? Ja, ich glaube da drüben. Ja, da hinten ist er. Genau. Oh, aber knapp in Windrichtung schon. Warte mal. Geh jetzt mal ein bisschen schneller. Ich habe nicht den Eindruck, als ob der Bär hier in der Nähe ist. Im Gegenteil. Und wenn, dann wird er sich wahrscheinlich melden mit dem Warnruf. Hm. Nicht du. Ich meine den Bär, nicht den Elch. So. Okay. Oh, ich liege im Wind. Nicht gut. Weiter nach rechts mit der Spur oder nach links, mir egal, aber bitte nicht auf diesem Kurs bleiben. Wäre nicht schön. Wenn ich das Tier heute noch erwische? Hm. Keine Garantie. Übernehmen keine Gewehr. Ha. Wortwitz. Ich habe ja schon mehrere Waffen dabei. Jetzt liege ich aber wirklich voll im Wind, Alter. Scheiße. Okay, ich glaube, ich. Obwohl, Geruchsreduzierer habe ich jetzt, glaube ich, nicht dabei. Ah, jetzt geht's wieder da, aber. Also, da kannst du bleiben auf der Spur, das ist gut. Ah, sehr frisch. Ich glaube, ich habe was gehört. Mal wieder ein bisschen geduckt. Ich glaube, ich habe da gerade wieder Schritte gehört. Bin mir mal nicht ganz sicher. Sehr frisch. Das ist also auch schon über 3-4 Minuten her. Oh Mann. Hä? Ehrlich, Warnruf. Habe ich gar nicht gehört jetzt. Ich habe nur die Wellen da gesehen. Die Warnrufwellen. Na. Ich denke mal, das Tier ist jetzt schon. Vorsprungmäßig über 3 Minuten weg. Gefühlt zumindest. Hm? Ach ne, ach schon. Was, lass mich dich doch nicht bitte wieder durch das ganze Leighton Lake hier jagen, Alter, das ist so. Ehrlich. Okay, sehr frisch. Nur noch keine 5 Minuten alt. Warte dich mal. Okay. Wo ist jetzt die nächste Spur, oder? Wo ist er? Ist er geradeaus oder weggedriftet? Ah, ist er da vorne? Ja, okay. Alles klar. Kojoten kann ich. Ah, nee. Kojote, okay. Ich dachte, das wäre ein Warnruf, aber. Auch wenn es jetzt einer wäre, egal. Ich brauche doch nur einen Schwarzbären und davon 2. Mit Effizienz 100. Ich sehe schon, komm, Alter. Stundenlang verfolge ich das Tier und dann. Lacht sich's mittlerweile ins Fäustchen, oder? Haha, der folgt mir die ganze Zeit, der Idiot, und kriegt mich doch nicht zu fassen. Da
Abend, okay. Das heißt, es ist teilweise wahrscheinlich immer noch auf der Flucht vor mir. Sehr frisch. Und da vielleicht auch mal wieder stehen, gerade eben. Das ist sehr frisch. Dann wüsste ich zumindest, ich komme langsam näher. Ich brech gleich im Geäst, Alter. Ich brech gleich im Geäst. Ich glaub's nicht, Alter. Ich glaub's nicht. Wo sind wir jetzt eigentlich? Ah, hier sind wir gestartet. Also ein paar Meter haben wir schon hinter uns. Oh Mann. Ja, mich auch, Kojote. Ich glaub's nicht, Alter. Vielleicht ist es ja irgendwo da hinten am Waldrand. Ja, natürlich ist lustig. Gucken wir den Waldrand ab. Schauen. Ah, sieht nicht so aus, als wenn da irgendwas wäre. Naja. Wenn sich der Bär zumindest mal mit einem Warnruf bemerkbar machen würde, wüsste ich, dass er in der Nähe ist. Aber das Tier tut mir diesen Gefallen nicht, das weiß ich. Ich glaub's nicht. Ich bin schon wieder im Wind. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. So, sehr frisch. Okay, aber. Ich will, dass da steht, gerade eben. Und dass das Tier sich bemerkbar macht. Ich glaube, ich sollte wirklich die ganze Zeit nur da schleichen, weil unten rechts dieser kleine Lautsprecher, wenn da jetzt ein oder auch nur zwei, beziehungsweise auch nur ein Balken irgendwie rot ist, hören die Tiere das ja sehr gut. Ich muss mal eben schauen, da geht's ja, genau. Vielleicht sollte ich aber auch noch ein bisschen weiter schleichen, damit das Tier wieder näher kommt. Ansonsten treibe ich es ja die ganze Zeit mit dem Geräuschpegel eines Panzers vor mir her. Und da es die ganze Zeit trabt, würde ich das wirklich sogar als bestätigte Aussage nehmen. Meine vorherige. Und das mit der Windrichtung ist natürlich auch scheiße. Ich liege fast drin. Oh. Ja, was? Ach, Alter. Ganz entspannt läuft's vorbei. Ja, alle Missionen? Ich bin gerade auf einer. Oder was meinst du jetzt genau? Hm, wo ist jetzt die Bärenspur? Hä? Ach da. Das hier ist eine Mission. Und zwar folgende. Wie hier. Dock 6. Erlege zwei Schwarzbären mit einem Gewehr des Kalibers 270 und verwerte sie. Erziele dabei einen Effizienzbonus von 100. Einen habe ich gerade schon erledigt. Leider waren es nur 66 Effizienz, also muss ich nochmal welche finden. Solange ich halt keinen Effizienzbonus von 100 pro Tier kriege. Wäre natürlich schön gewesen, wenn er jetzt gestanden hätte, Effizienzbonus pro Tier, sag ich mal, 50, dann bräuchte ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel. Aber naja, ist ja nicht. Ist ja pro Tier immer.
Ich glaube, das wird heute nichts mehr mit einem Bär, ehrlich. Das wird wieder nichts. Ich habe gestern auch schon ewig und 3 Tage wieder einen Bären gejagt. Er ist permanent vor mir geflüchtet. Und irgendwann hatte ich dann auch keine Lust mehr darauf. Und es war die Mission, dass ich einen Schwarzbär fotografieren soll. Unten am Baumont Lake. Machen wir mal Lockpfeifer. Ja, den werde ich wohl haben, den Spaß. Den habe ich ja jetzt schon ohne Ende. Ja, warte mal, da vorne könnte. Mal schauen, eventuell. Ja, so viel Glück werde ich ja wahrscheinlich nicht haben. Jetzt ein Bär irgendwie rumturnt. Wieso willst du etwa schon gehen? Willst du mich jetzt hier alleine im Spiel lassen oder wie? Wolfgamer. Frisch, okay. Also nicht mehr sehr frisch, jetzt nur noch frisch. Danach kommt der alt und sehr alt. Also das Tier ist locker schon über 7 Minuten im Vorsprung. Das Tier heute nicht mehr zu fassen, das kann ich gut knicken. Da ist ja noch nicht mal auf meine Lockversuche reagiert. Kann es ja eigentlich auch nicht, weil ist ja mit Sicherheit auch nicht mehr im Hörbereich der Pfeife. Ich bin gerade echt ein bisschen gewillt, aufzustehen und hinterher zu rennen, sodass es mal wieder an den Spuren heißt, gerade eben. Aber ich glaube, damit mache ich es eigentlich eher schlimmer. Besonders wenn ich jetzt eigentlich schon fast im Wind liege. Ja, Lieblingsmission, Fuchs mit Bogenschießen, die ist ja auf der anderen Map, also in Hirschfelden. Die habe ich glaube ich auch noch nicht, oder? Ich weiß jetzt gar nicht. Da habe ich auch noch lange nicht alles hinter mir, also man kann ja mal schön umschalten, aber im Moment bin ich halt hier auf Layton District. Wobei ich da auch mal wieder hingehen könnte nach Hirschfelden. Wie gesagt, noch längst nicht alles fertig. Kommen auch permanent neue Missionen dazu. Sowohl Haupt- als auch Nebenmissionen. Ja, hier steht wahrscheinlich jetzt auch nur frisch. Frisch, ja. Ach, Alter, ich laufe jetzt erstmal ein paar Meter hinterher. Das ist einfach nur blöd gerade. So. So, dass ich erstmal wieder vielleicht ein bisschen näher komme, weil das Tier ist schon ewig und 3 Tage voraus. Na, wo ist die nächste Spur? Der Bär ist jetzt hier wahrscheinlich despawned und ist verschwunden. Na? Na, ist hier keine Spur? Der Bär ist wirklich weg oder was? Hier keine Spur, ist hier keine Spur. Ich glaube, der Bär ist tatsächlich weg. Auch keine Spuren mehr da, oder? Ja, warte mal, wo war der letzte? Da drüben. Da, okay. So, also jetzt nochmal in diese Richtung. Ungefähr. Die nächste Spur.
Na? Okay, alles klar. Ich werde jetzt hier kein Zelt aufbauen, um das Tier nicht wieder zu verscheuchen. Aber es ist in Hörweite. Solange es mich halt sieht, ist es auch in Hörweite. Sonst hätte es ja keinen Warnruf abgegeben. Also mache ich mich mal klein. Warte ich mal ein bisschen. Oh Scheiße, ich liege wieder genau in Windrichtung. Ich muss hier weg. Muss hier weg, ich muss woanders hin. War immer noch nicht viel besser von der Windrichtung. Ehrlich gesagt. Wenn der Wind jetzt komplett anders stehen würde, irgendwie nach Westen oder Osten, ja, oder nach Norden. Das wäre besser, aber so viel Glück habe ich natürlich wieder nicht. So, jetzt bin ich noch kurz ruhig. Hier ankommt. Ich glaube eher nicht. Mal schauen. Auf den Distanzmesser. Hm, ich glaube, ich habe jetzt irgendwas gehört. Oder? Na, oder das Tier ist gerade schon wieder abgedüst. Wo ich weggerannt bin. War ja auch ziemlich laut. So, nehmen wir nochmal die Lockpfeife. Genau im Wind, ey, so ein Scheiß. Kann er sich nicht mehr verziehen, der Wind? Andere Richtung, egal. Müsste eigentlich weiter nach vorne. Und hoffen, dass der Bär ungefähr in diesem Bereich bleibt, damit ich wirklich eine andere Windrichtung habe. Ich versuch's mal weiter ein bisschen hier vorne in den Wald. Ein Stückchen rein. Hast du mich jetzt erschreckt? Alter, meine Katze liegt hinter mir, hat sich gerade gestreckt und hat ganz komische Geräusche von sich gegeben. Und ich war jetzt gerade so irritiert, dass ich das gehört habe. Also, ich habe jetzt gerade gedacht, was ist das denn für ein Tier in-game, was jetzt hier so komische Geräusche macht? Katze, Tee, ehrlich. Ich wollte gerade sagen, ich höre was, aber das war ich selber. Also in-game. Meine Schritte. Also ich könnte wieder um einen hohen Geldbetrag wetten, dass das Tier jetzt gerade wieder abgedüst ist. Wo ich gerannt bin. Ganz sicher, sonst wird es sich irgendwie melden. Wahrscheinlich hätte ich mit deinem Blick, wenn es noch da. Ah, Moment. Okay, es hat mich anscheinend noch auf dem Schirm. Das ist ganz gut. Ich werde in diese Richtung gehen. Mal ein bisschen weg. Wenn ich dann wieder rüber drehe, dann könnte es sein, dass es von der Windrichtung her besser ist. Weil das Tier nimmt mich ja wahrscheinlich immer noch. Relativ gut war. Mal schauen wir mal kurz, wie er sichtbar ist. Ja, scheint nicht so. Ja. Aber es ist noch da, es hat mich ja gesehen. Oder zumindest wahrgenommen.
So langsam, wie ich mich jetzt bewege, ja. Bin ich nachher an meiner Wunschposition angekommen und die Windrichtung ist genauso, wie sie jetzt gerade ist. Also Rückenwind für mich. Das wäre... Moment mal. Das ist aber nur Ast jetzt hier, ne? Ja, okay. Ich dachte, das wäre jetzt schon der Bär. Wie sehr man plötzlich irgendwie... selbst denkt, dass da irgendwelche Tiere sind, obwohl es wirklich nur Baumstämme sind. Man ist plötzlich ganz vorsichtig. Total komisch. Echt seltsam. Ne? Elch, nee, den brauchen wir nicht. Kann ich ihn noch nicht erlegen. Ich bin mir sicher, dass der Bär schon wieder weg ist. Ganz sicher. So, zumindest habe ich jetzt schon mal eine andere Position für die Windrichtung. Wenn jetzt zum Beispiel von vorne käme. Von links wäre es nicht so gut, also von hier. Aber das wäre echt gemein, wenn er sich jetzt so weit zurückgezogen hätte, dass er trotzdem wieder... Oh, 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 ich höre was, ich höre was. Ich höre was. Wo ist er? Ich glaube, das war... Da ist er, da ist er, da ist er. So, wachsam, okay. Warte, ich könnte es versuchen. Ich könnte es versuchen, der steht jetzt gerade so gut. Warte mal. Ja, weißt du, nimmst mich wahrscheinlich noch ein bisschen wahr. Du darfst auch ruhig weiter so rumgrölen, rumbrüllen. Hauptsache ich weiß, dass du noch da bist. Dass du ungefähr noch deine Position beibehältst. Wenn ich noch 2-3 Meter auf mich zubewegst, dann habe ich vielleicht bessere Chancen, mich zu erlegen. Aber die Windrichtung stimmt, das ist klasse. Jetzt die richtige Pfeife mal noch? Ja, habe ich, okay. Na, warte mal. Immer mit dem Distanzmesser. Ich sehe gerade nichts. Abgedüst oder was? Der ist wieder abgedüst, oh Mann. Ah, ne, halt, ich höre ihn von links. Oh, nur nicht ganz so weit auf mich zu. Alter! Ganz ruhig, ganz ruhig. Bleib schön da. Da ist er, da ist er. Okay. So, jetzt versuche ich es mal. Ah, steht er mit dem. Er steht schon wieder. Wenn er jetzt mit dem Hintern zu mir stehen würde, ja? Ja, und, ah, ohne dass du abhaust, bitte. Ich will nicht mehr. Oh Mann. Ernsthaft. Ich bin doch noch nicht mal wie dich gesehen. Alter, ich kotze gleich den Kreis, Alter. Ich will doch nur die ideale Schussposition, um dich zu erlegen. Ist das denn so schwer? Bleib doch einfach mal stehen. Dreh dich ein bisschen im Kreis, dann passt schon. Aber nö, kaum, dass er vielleicht gesehen ist, der Mensch, schnell weg. Okay, würde ich als Wildtier wahrscheinlich auch so machen, klar, aber... Ne? Wo ist er hin? Das Geräusch von, kam von hier. Er ist natürlich nur in der Nähe, klar. Muss er, ja. So.
Geh mal hinterm Baum so ein bisschen. Auch Sichtschutz. Könnte ich übrigens öfter mal machen. Sichtschutz, weil. Oh, Moment. War da jetzt? Ich hab irgendwas gehört. Ich hab was gehört. Moment mal. Am Scheiß Äste, ich sehe nichts. Wo ist er? Ich höre ihn. Aber ich sehe ihn nicht. Steht er halt direkt vor mir. 2 Meter vor mir und ups. Wo ist er? Wo ist er? Da, da ist er. Komm mal her, du. Komm mal her, du. Bleib da stehen. Da, warte mal. Oh, warte mal. Jetzt könnte ich vielleicht Glück haben. Scheiße, ist da, Alter. Alter. Oh, der kommt auf mich zu. Okay, das war aber direkter Herzschuss eigentlich, der müsste jetzt gleich umkippen. Direkt in den Brustkorb habe ich geschossen. Ich hoffe, der kippt gleich um. Ansonsten wäre nicht gut. Ansonsten habe ich den Schuss versemmelt. Effizienzbonus ist, glaube ich, auch wieder im Arsch. Wo ist denn sein Schweiß? Hallo? Ah, da vorne liegt er, glaube ich. Der Effizienzbonus dürfte, glaube ich, bei der Distanz unter 100 liegen, also ist der Schuss wahrscheinlich auch schon wieder. Ach Gott, Alter. Er war einfach zu nah dran. Bitte gib mir einen Effizienzbonus von 100. Weil ich zumindest einen von 2 Bären schon mal abgehakt habe. Och, Alter. Nee. Nee. Alter, das ist einfach nur lächerlich. Ethikbonus okay, schön und gut. Muskel, Lungenflügel links. Oh, ich brauchte einen Effizienzbonus von 100. Eben hatte ich 66, jetzt 68. Also, wenn das so weitergeht, brauche ich noch einige 100 Bären, um auf 100 zu kommen. Alter, nee. Nee. Das ist kacke. Jetzt wieder 2 Stunden Bären zu suchen. Um eventuell wieder einen schlechten Effizienzbonus zu bekommen, habe ich irgendwie gerade überhaupt keinen Bock. Mein Gott, was soll denn der Quatsch? So, warte mal. Was ist die Hauptmission? Ja, Willy Pack. Da brauche ich allerdings ein Klasse 4 Gewehr. Klasse 4 Waffe und die habe ich noch lange nicht. Könnte ich übrigens auch mal schauen in der Basis, wann ich die bekomme, mit wie vielen Punkten. Hm. Was ist denn die Klasse 4? Warte mal, Klasse 4 sind die roten, okay. Also bräuchte ich einen Range Master 338. Glaube ich auch die stärkste und einzigste Waffe dafür, ne? Zumindest laut meiner Liste hier. Hm. Und da müsste ich da mal gucken. Warte mal, kriegt man die Range Master 338 nicht irgendwie ein DLC? Na, muss ich gleich mal schauen, warte mal. Ich reise mal wieder nach Hause. Zack. Oh, wir haben jetzt aber einige Meter zurückgelegt. Ja, okay. Ich glaube, gestern habe ich längere Distanz zurückgelegt für einen Bär, aber. So, dann mal ab nach Hause. Reise. Rangemaster 338, wollte ich mal schauen. Oder ob das eine DLC-Waffe ist, ich glaube aber nicht. So, wo haben wir sie denn? Rangemaster 338. Ei, dann brauche ich aber noch viele Gewehrpunkte. Gerade mal 1624 und ich brauche 4336.
Also muss noch ein paar Tierchen töten, um die zu bekommen. Okay. Alles klar. Haben wir noch viel vor. Verstehe ich allerdings nicht so ganz, warum ich jetzt in den Missionen jetzt eigentlich schon eine bekommen habe, nach Willipack zu gehen, um einen Elch zu erlegen. Schön, dass du noch da bist, Wolfgamer. Ich glaube, die 7 mm habe ich doch schon. Warte mal, ich schaue nochmal eben. Inventar. Schade, dass man bei den Waffen nicht sehen kann, für welche Tierklasse die ist. Also 0, 1, 2, 3, 4. Das kann man immer nur an den Munitionstypen sehen. Das ist schade eigentlich. 7 mm habe ich. Oder die habe ich gekauft, aber noch nicht eingepackt. Oder? Na, gucken wir mal. Gucken wir mal. Du meinst wahrscheinlich die 7 mm Range im Magnum, ne? Die habe ich aber auch noch nicht. Ha. Muss ich auch erst noch freischalten. 1624 von 1925, also noch 301 Punkt. Das könnte eventuell sogar mit einem. Wie viele Punkte kriege ich jetzt eigentlich pro Tierabschuss? Kann man doch, glaube ich, auch irgendwo sehen. Ich glaube im Codex nicht, oder? Codex? Doch, warte mal. Tutorialverlauf, Jagdverlauf, Chronik. Hier stehen doch, glaube ich, auch die Punkte, genau. Dann bräuchte ich doch, glaube ich, nur noch ein Tier zu erschießen, um die 7 mm Gewehr zu bekommen. Und welches Tier wäre das, glaube ich, auch egal, oder? Oder ist jetzt, warte mal, Schwarzbär? Also durchschnittlich habe ich ja ungefähr über 500 Punkte pro Tier bekommen. Also, das dürfte eigentlich reichen. Ja, aber in dieser Mission muss ich die 270er für zwei Bären nehmen, für die zwei Schwarzbären. Das wird so vorgegeben. Ansonsten glaube ich dir, dass die 7 mm natürlich stärker ist, vom Kaliber her. Aber die ist jetzt hier für die Mission irrelevant, die 7 mm. Ansonsten habe ich zumindest dann schon mal, wenn ich die jetzt noch nicht habe, die Region Magnum. Ist ja, glaube ich, die nächste, die ich dann freischalte, von den Punkten her zumindest. Ja, dann käme dann die Coachmate und dann die Rangemaster 338. Was ja, glaube ich, die stärkste so ist. Ranger 243 ist ja die Standardwaffe. Die Billo-Version sozusagen. Ja, okay, dann aber habe ich jetzt noch losziehe und die Waffe freischalte. Da treibt mich gerade nicht so wirklich. Also irgendwie irgendwo ein Tier aufspüren. Egal welches, ob es ein Bär oder ein Kojote oder ein Reh oder sonst was ist. Jagt mich gerade nicht mehr so wirklich. Schwarzbär Anruf? What the fuck? Alter, der ist in der Nähe? In meiner Basis? Okay, dann könnte es vielleicht doch noch was werden. Wenn der jetzt schon einen Warnruf macht, obwohl ich hier nur in der Basis bin. Okay. Dann versuche ich den auf jeden Fall mal. Das ist wirklich seltsam. Warte mal, ich mach mal eben die Markierung aus. So, zack. Wahrscheinlich lag es sowieso nur an der Windrichtung, weil kam ja gerade von da der Warnruf. Ja, genau der. Ja, das ist natürlich jetzt. Müsste eigentlich mal woanders dann hin, in eine andere Richtung, um ihn zu cachen.
Auch wenn ich den jetzt einfach nur so erschieße, sag ich mal, ohne jetzt die Mission jetzt hier im Hinterkopf zu haben. Geht jetzt einfach nur um die Punkte, um die nächste Waffe dann freizuschalten. Punkte dürften ja, glaube ich, auch dafür locker dann reichen. Dann haben wir hier oben irgendwo einen Hochsitz? Nee, nicht wirklich in der Nähe. Schade. Schwarzbär-Bedürfnisgebiet. Ja. Ich verstecke mich mal so ein bisschen hinterm Stein. Ich glaube, ich habe jetzt gerade wieder vergessen, Geruchsreduzierer zu kaufen. Das ist manchmal auch ganz nützlich. So, warte mal. Der Bär kam, glaube ich, von da drüben ungefähr. Wenn ich Glück habe, kommt er ja runter zu mir, aber ich glaube nicht. Ich warte jetzt mal ein paar Minuten, der Wind nicht kommt. Ich mich mal hin. Hier kommt denn jetzt die Melodie? Ich war schon längst aus der Base raus. Stein zählte wohl noch zur Base. Okay. Berylein, guck mal her. Will ich knuddeln. Handy piept. So, warte mal. Wäre vielleicht irgendwo in der sichtbaren Nähe? Ich glaube eher nicht, aber... Oder ist schon wieder abgedüst. Kenne ich ja. Ob der weg ist? Ich fürchte ja. Der lag doch gerade. Der wird wahrscheinlich weg sein, weil das war, wie gesagt, genau in Windrichtung. Der ist wohl weg. Das fürchte ich. Ich glaube, ich habe was gehört von rechts. Ich glaube, der war irgendwo rechts. Irgendwas war da gerade. Flüster einfach mal, damit er uns nicht hört. Das ist kein ASMR. Ich will einfach nur leise sein. Oder war er doch nicht da? Ich weiß nicht. Ne, scheinbar doch nicht. Scheinbar doch nicht. Ne, der wird wohl weggelaufen sein, als er mich wahrgenommen hat. Wie gesagt, genau Windrichtung und naja. Dann können wir auch mal aufstehen und vielleicht mal nachschauen. Das wirklich so war.
Wobei ich mir da relativ sicher bin. Ah, Moment. Ah. Ich glaube, Hasen kann man so gar nicht jagen, oder? Obwohl doch, eigentlich gibt es ja extra sogar noch Munition dafür. Also für Enten und für Hasen, glaube ich. Gibt es ja, glaube ich, extra noch Munition. Also muss man sie auch jagen können. Ja, da sind Spuren, aber welche? Ah, genau. Wieder ein Hase. Ich brauche keine Hasen, ich brauche Bären. Keine Bären zum Essen, sondern Bären. Großen Knuddeltier. So, okay. Fußspur gehend. Weil er sich langsam verabschiedet. Das ist doch schon mal nett. Hier kam er wahrscheinlich gerade an. Und hier ist er wieder gegangen. Er hat gemerkt, oh, hier ist ein Mensch in der Nähe, also gehen wir mal wieder. Ja. Doch, ja, Hasen kannst du jagen, ja. Die sind aber auch. Ja, sagen wir so, sind teilweise ein bisschen schwer zu sehen, aber wenn man Glück hat und im Gebiet relativ lang ist und wirklich, ich sag mal, sich irgendwie ein Zelt aufgebaut hat oder wirklich längere Zeit an einem Platz stillsteht, dann kommt die auch wirklich auf einen zu. Hab ich gerade auch schon gehabt. Fußspur, Schwarzbären ist. Schwarzbärmännchen sehe ich gerade, okay. Da kam er wieder. Oh, ist die Losung frisch? Gerade eben, okay. Dann eigentlich müssen wir jetzt schleichen, aber ja, wo komme ich näher ran, ehrlich gesagt. Meine ich zumindest. Bilde ich mir zumindest mal ein. So. Gerade eben. Na, komme ich hier durch? Ja. Okay. Sehr frisch. Das war wahrscheinlich die Spur, als er von hier nach da ging. Weil davor hatten wir ja gerade eine Spur mit gerade eben. Und wir wissen ja alle, gerade eben ist ja früher als sehr frisch. Das gleiche dürfte dann hier sein. Genau, gerade eben. Das war... Denke ich mal an Elch, das klang zumindest so. So. Gerade eben, dann gehen wir mal langsam in Schleichmodus über. Müssen wir dann links erstmal wieder die nächste Spur finden. Ist das verdammt schwer zu sehen. Na, wo ist er? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. So geht's mir auch gerade. Ich sehe nichts. Ja, okay. Bärchi, wo bist du? Goldbär oder nee, Schwarzbär. Ein Goldbär. Gummibären, Goldbären. Wir liegen schon wieder fast in Windrichtung. Das ist scheiße. Kann der Bär nicht mal nach links oder rechts abknicken hier? Das ist... Alter, ernsthaft. Mann. Immer in Windrichtung. Wenn es zumindest Gegenwind auch noch wäre, okay. Aber mal wieder Rückenwind. Nö. Hier denkt sich auch nur, fuck off. Komm mir klar. Wir können mal wieder locken. Wobei er wahrscheinlich jetzt nicht instant umdrehen wird. Weil Windrichtung. Ach man. Okay, trabend. Das heißt, er ist nur auf der Flucht. Wahrscheinlich. Bin ich sicher. Will zumindest einen Bären mit dich haben. Nicht nur um die nächste Waffe freizuschalten, sondern Effizienzbonus einmal mit 100%. 100 Punkte. Wäre zumindest schon mal ein von zwei Bären. Aber dazu müssen sie sich halt so hinstellen,
dass ich sie auch gut treffen kann. Also wenn sie jetzt zum Beispiel halb schräg mit dem Arsch zu mir stehen, dann kann ich zumindest so in die Achselhöhle schießen. Also dass ich da halt Lunge und Herz treffen kann. Das ist immer so meine Vorgehensweise. Steht da einer? Warte mal. Oder ist das wieder nur ein blöder Busch? Ach nee, nur ein Stein. Ach man, ey. Was man so teilweise wahrnimmt, so aus dem Augenwinkel, das ist Wahnsinn. Das ist. Ich glaube, das wären irgendwelche Tiere. Das kann ja teilweise auch so sein. Das ist ja manchmal vielleicht auch so, aber. Bin auch schon einige Male so gegangen, aber. Wenn man es dann halt guckt und das sind wieder nur Sträucher oder Büsche oder Steine, dann. Mann. Alter. Gib mir doch endlich mal das Tier. Das Schönste in diesem Spiel ist, glaube ich, wirklich die G-Taste auf der Tastatur. Das ist einfach drücken, es wird automatisch weitergegangen oder geschlichen, je nachdem. Gerade eben. Okay. Was ich persönlich eigentlich auch noch schön finden würde, Entschuldigung, wäre diese Einblendung, wenn man eine Spur anklickt, dass sie nicht rechts oben, sondern mittig oben auftaucht. Das reißt einen manchmal so ein bisschen raus. Bei mir ist es zumindest so. Ah, halt. Anruf, okay. Dann gehen wir mal komplett in Deckung. Wir liegen nicht in Windrichtung, das heißt, es kam von rechts, das ist gut. Warum ich auch jetzt gerade nicht das Zelt aufzubauen? Weil er ist in Hörweite. Warte mal, ich habe doch jetzt hier eine. Ich versuche jetzt hier mal, mich in diesem Gebüsch hier zu verstecken, wenn er jetzt gerade wirklich ungefähr direkt hinter mir ist. Also von der Richtung her. Dann habe ich doch hier eigentlich jetzt eine flache Stelle, wenn der da jetzt auftaucht. Oh, der taucht auf, warte mal. Ich habe gerade was gehört. Nur nicht ganz gesehen jetzt. Wo ist er jetzt? Ich versteck mich nochmal weiter. Im Baum sieht er mich wahrscheinlich weniger. Sollte ich ja nicht gar nicht zu sehen sein. Okay, laut Anzeige bin ich jetzt nicht zu sehen. Aber ich könnte ihn eventuell sehen. Ich habe was gehört. Das war er bestimmt. Kann er eigentlich nur. Aber wo ist er jetzt hin? Wo ist er hin? Jetzt wieder abgehauen? Da ist er, da ist er. Ach, das ist ein Weibchen. Okay, ist mir aber egal. Hauptsache, ich kann das Tier erschießen. Wie steht sie eigentlich jetzt zu mir? Na komm, stell mir den Zoomstab hier. Komm schon. Na, sie steht nur. Ja, sie steht halbwegs gut. Wenn sie jetzt mit dem Kopf noch weiter so von sich aus nach links drehen würde. Oder aber sich jetzt aufstellt und dann halt zu mir dreht, hätte ich vielleicht auch bessere Chancen, aber so wird es gerade schwierig, glaube ich. Warum lade ich jetzt eigentlich nach? Battlefield-Krankheit. Das ist jetzt. Ich hatte es vor 2, 3 Tagen hatte ich auch mal einen Bären vor mir. Er hat sich aber irgendwie so im Ge Gebüsch irgendwie stundenlang. Vielleicht nicht stundenlang, aber wirklich über 5, 6 Minuten stand er da so aufrecht. Selbst also ich aus dem Zelt rausgegangen bin und mich wirklich neben ihn gestellt hat und er mich eigentlich gesehen hat, hat er sich nicht gerührt und irgendwie auch keinen Warnlaut oder sonst was gegeben. Also hat sich da irgendwie festgeglitscht. Das sah echt komisch aus.
Das war ein bisschen seltsam. Ich traue mich jetzt irgendwie nicht von dieser Position aus zu schießen. Also, ich würde wahrscheinlich sich nur ein bisschen mit dem Arsch zu mir dreht. So einen halben bis ganzen Meter, so ein bisschen. Ja, das ist gar nicht schlecht, aber ich glaube, ich versuche es mal. Versuche mal die Position zu wechseln, so ein bisschen. Jetzt dreht sich das Tier. Alter! Jetzt. Alter, ernsthaft jetzt? Ist das dein Ernst? Ist das dein Scheiß Ernst? Sie guckt gerade weg. So, jetzt, wenn du jetzt stehen bleiben könntest. Glaube, jetzt habe ich verrissen. Jetzt habe ich, glaube ich, verrissen. Scheiße. Ich glaube, jetzt habe ich genau auf den Knochen aus, also auf die das Vorderbein gezielt. Geschossen, genau gesagt. Nicht gezielt, sondern verdammt. Wieder verrissen, glaube ich. Passiert mir so oft. Auch in Ego-Shooter-Klamotten. Und gerade eben tödlicher Treffer. Okay, dann dürfte sie nicht allzu weit weg sein, hoffe ich. Da ist er. Ah, wahrscheinlich wieder Effizienzbonus von unter 80. Wahrscheinlich sogar unter 70. Also im Moment habe ich echt kein Glück hierbei. Das. Die Tiere. Na und? Komm. Alter, sogar noch schlechter. Ey, komm. Alter. 524 Punkte, aber zumindest habe ich jetzt das neue Gewehr. Genau. Und darum geht es auch, so erstmal. Also irgendwie. Trophäenart Schädel. Lungenflügel links 100%. Ich habe scheinbar doch nicht auf den Knochen. Sah aber so aus. Also gefühlt habe ich wirklich auf die linke Vorderpfote, den Knochen auf das Bein. Aber das war zum Glück dann doch nicht so. Aber trotzdem, Effizienzbonus 58, also das ist echt scheiße. Na gut, begebe ich mich aber erstmal wieder nach Hause. Oh. Ab nach Hause. Wenn wir schon mal das neue Gewehr kaufen. Wir haben gerade freigeschaltet. So. Na, die war. Moment mal, doch nicht? Moment mal. Habt ihr gerade ein neues Gewehr bekommen oder nicht? Stand doch gerade dran. Oder doch nicht? Oder waren das jetzt nur die Punkteeinblendung für das Gewehr plus 45? Ach nein! Ach nee, nee, nee. Ich habe die allgemeinen Punkte verwechselt mit den eigentlichen Gewehrpunkten. Ja, da mu oh ja, okay, da muss ich vielleicht noch ein paar Tiere für abschießen. Ach, das war. Oh, Mann, bin ich dämlich, Alter. Ja, die Punkte, die ich jetzt gerade unten links für das abgeschossene Tier bekommen habe, rechnen sich auf das Gewehr. Aber das stand ja oben dran. Plus 45, ja, gut, okay. Alter, ich habe mich schon gefreut. Nee. Scheiße. Also doch kein Gewehr, oder wie? Digga, So ging es mir jetzt gerade. Okay, Leute, ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Nervlich bin ich jetzt echt im Arsch, also. Die Bären sind echt für heute und gestern waren sie Arschlöcher, sag ich jetzt mal. Also, entschuldige, dass ich das sage, aber Bären sind teilweise echt Assis. Das ist ja mal. Okay. Alles klar, wir sehen uns im nächsten Stream. Ich denke mal, warte mal, heute ist Freitag. Morgen weiß ich nicht genau, ob ich einen Stream mache, aber auf jeden Fall am Sonntag wieder um 20 Uhr. Folgt mir auf Twitter, dann kriegt ihr es mit. Diesmal habe ich sogar einen Live-Button betätigt heute. Ein Wunder für mich. Alles klar, Leute. Haut rein. Schönen Abend noch. Schönen Tag noch. Je nachdem, wann ihr das hier schaut, wenn ihr live wart. Und ihr wart es ja teilweise. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns im nächsten Stream. Haut rein, Leute. Ciao.